Für unseren Hauptgang heute mache ich einen französischen Kalbsbraten aus der Picardie. Das Rezept kommt von unserer Chefkoch-Userin Judith. Und dazu die klassische italienische Beilage, Rosmarinkartoffeln. Um den Braten vorzubereiten, müssen wir den zuerst salzen und pfeffern. Und zwar ordentlich und nicht die andere Seite vergessen. Jetzt müssen wir den Braten schnüren, damit er die Form behält während des Kochens. Und dafür nehme ich ein Stück Küchengarn. Jetzt kommt ein bisschen Geschmack dazu. Thymian und Salbei. Ich habe je 3 Zweige Thymian und Salbei genommen und zwischen Fleisch und Garn eingefädelt. Und 4 Löffel Öl in dem Bratentopf ganz heiß werden lassen. Und dieser Braten kommt jetzt da rein. Der Braten muss auf allen Seiten schön braun werden. Das heißt, etwas Geduld haben und einfach immer wieder ein bisschen drehen. Während der Braten jetzt schön brät, kann ich die Zwiebeln schälen. Wir brauchen ungefähr 6, also 500 Gramm Zwiebeln. Und einige Kalbsknochen. Die Zwiebel schäle ich und dann schneide ich sie in Viertel. Der Braten ist jetzt auf allen Seiten schön braun geworden. Da kommt der ganze Geschmack dann nachher rein. Jetzt kommen die Knochen rein. Und dann die Zwiebeln. Und dann lassen wir es 70 bis 80 Minuten lang schmoren. Und zwischendrin kommt immer ein bisschen Wein oder Kalbsfond dazu, um den Braten schön saftig zu behalten. Während der Braten schmort, werde ich die Beilage vorbereiten. Dafür brauche ich eigentlich nur 1 Kilo Kartoffeln schälen, kurz in Wasser kochen und dann im Ofen mit Rosmarin und Salz backen. Hierbei ist zu beachten, dass die Kartoffeln mehr oder weniger in eine Lage liegen, nicht total viel aufeinander gestapelt, so werden sie knuspriger. Und dazu kommt jetzt Rosmarin. Man kann frischen Rosmarin nehmen oder auch getrockneten. Die sind eigentlich relativ gleich intensiv. Und dann reichlich viel Salz. Man kann die Kartoffeln eigentlich nicht zu viel salzen. Dann tue ich noch ein bisschen Knoblauch dazu. 1, 2 Zehen. Und die Zehen sollen ganz bleiben, weil die sollen ja nur ein bisschen aromatisieren. Jetzt muss nur noch Olivenöl rankommen. 4 bis 5 Löffel auf jeden Fall. Und dann einmal kräftig durchmischen, damit das Olivenöl sich schön verteilt. Es riecht schon herrlich. Und das kommt jetzt in den heißen Ofen bei 200 Grad für eine Stunde. So, der Braten ist jetzt fertig. Duftet schon ganz toll. Also es ist jetzt Zeit zum Anrichten. An einem normalen Tag würde ich sagen, es ist nicht so wichtig, wie man das Fleisch schneidet, aber am Festtag sollte schon schön angerichtet sein und deswegen schneide ich dieses Endstück, was nicht so hübsch ist, ab. Das kann man dann am Tag danach essen und ich schneide jetzt aus der Mitte schöne Stücke für meine Gäste. Und dann werde ich diese super leckere Soße, die hier sich gebildet hat, einfach ein bisschen abfüllen, damit wir das nachher am Tisch servieren können. Der Hauptgang!